Nein, hier will ich doch gar nicht hin. Oh, nerv, ey. Ich will zum Fahrstuhl. Lass mich zum Fahrstuhl. Wieder kein Licht. Boah. Alter, ich bin so nervös auf dieser Ebene und das ist nicht mal die schlimme. Ebene 8 ist noch schlimmer. Das könnt ihr mir glauben, Leute. Gut, aber hier auf dieser Ebene, also auf Ebene 7 kann jetzt nicht mehr so viel kommen. Wir haben ja 3 von den 4 Antennen zum Beispiel, haben wir ja schon gefunden. Da ist halt wirklich nicht mehr so viel. Oh Mann. Ja, also wenn Ebene 7 abgeschlossen ist, mache ich auch die nächste Aufnahmepause. Denn wie gesagt... Ernsthaft? Alter, was soll denn der Rotz? Was machst denn du hier? Dann noch ein Level 2. Ich glaube, ich krisch Plack hier. Das ist mit mir nicht abgesprochen. Vor allem, warum ist denn der da gespawnt? Die dürfen doch gar nicht hier spawnen. Ich meine, wir müssen ja sowieso nochmal hier auf diese Ebene zurück dann. Wenn wir Ebene 7 abgeschlossen haben, kehren wir auf den Reaktor zurück. Aber erst müssen wir doch die, die Antennen sprengen. Warum spawnen denn jetzt hier schon so hochstufige Gegner? Ich meine, auf der Ebene kann es uns egal sein. Den hätte ich eigentlich auch mit dem Laserdegen zerschnetzeln können. Ja, wir haben, wir können unsere Batterien hier aufladen, wir können unsere Lebensenergie hier aufladen und wir haben eine Cyborg-Konvertierung. Also auf der Ebene hier kann uns wirklich alles egal sein, aber trotzdem. Was war das? Ah, doch, jetzt hat es geklappt, okay. Mach mich nicht so ein Ärger hier. Nee, Quatsch. Ebene 6, so. Ich weiß gar nicht, ob Ebene 9 eine Cyborg-Konvertierung hat, aber ich würde fast mal behaupten, nein, die gibt es da auch nicht. Was ich weiß, ist, dass wir auf Ebene 8 und auf Ebene 9 alte Bekannte wiedersehen werden. Denn da oben sind Shodans Cortex Reaver unterwegs. Aber wie gesagt, es gibt noch 2 Gegnertypen, die wir hier noch gar nicht erlebt haben, die also dann auch noch kommen. Einen davon werden wir, ich weiß nicht, ob wir den hier auf dieser Ebene noch treffen, aber spätestens im Reaktor. Und der andere Gegnertyp ist exklusiv auf Ebene 9 unterwegs. Gut, was heißt exklusiv? Wenn der Schwierigkeitsgrad hoch genug ist, ist er auch auf Ebene 8. Aber so normalerweise, in einem normalen Durchspielen dieses Spiels, ist er halt auf Ebene 9. Experimental Station. Das ist doch wieder ein Teleporter, oder? Gucken, wo uns hinführt. Hey! Na toll, jetzt sind wir in einem ganz neuen Bereich der Station. Ich bin begeistert. Oh, der Reparaturroboter hätte ja wenigstens mal Batterien dabei haben können. Oh. Ich bin begeistert. Hier gibt es Kameras zu zerfletschen. Oh, das ist wieder so dreidimensional.
Uiuiuiui. Ich versuch's. Ich versuch es. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat. Dass das wirklich funktioniert hat hier. Unglaublich. Ah, okay. Du hältst mal die Klappe. Ein Feuerlöscher. Aber nichts wirklich von Bedeutung hier. Da könnte man dann durchkriechen nach da unten ins zentrale Gebiet, okay. So, die Tür hier haben wir, da waren wir auch schon. Da patrouillieren schon wieder neue Feinde, was soll's. Ja, wir sind halt an dem Punkt, wo die anfangen hier neu zu spawnen, ne? Okay. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Sicherheit hat Shodan jetzt hier noch. Das kann nicht mehr viel sein. 3-4% vielleicht noch. Eine Automatenbombe! Eine Automatenbombe! Oh nein! Oh nein! Ist das der Abschnitt, wo... Oh. Es gibt hier ein Gebiet im Spiel, wo diese Automatenbomben immer und immer wieder neu spawnen. Yo! Geil! Geil! Oh, das hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Was ist das denn? Magnetpulspatronen. Oh! Ich bin gerade sowas von begeistert. Wir müssen nur aufpassen, dass uns hier keine... kein Bombenroboter um die Ohren fliegt gleich hier. Was ist das? Schockbomben, okay. So, machen wir das mal so. Und so ist alles miteinander verbunden. Guckt euch das mal an. Da oben komme ich eh nicht rein. Da könnte man reinkriechen. Ich habe meine Cadmium-Batterie. Ist natürlich besser als meine normale Batterie, die ich hier mit mir rumschleppe. Was ist das? Eine Technikzugangskarte, die dritte. Ich meine, ist ja eine schöne Sache, ne? Und hier haben wir nochmal super Sprengstoff. Ich sollte echt mal anfangen, mit den Dingern zu werfen. Ja, blöd nur, dass ich da oben nicht reinkomme, ne? Da. Aber was soll's. Das will ich gerade noch so überleben. Obwohl, vielleicht kommen wir ja hier lang da rein. Ich glaube, das ist die Ebene, wo wir wirklich am meisten Zeit für brauchen hier gerade, oder? So, wenn mir jetzt irgendjemand erklären könnte, warum ich das mit dem Sturmgewehr gemacht habe und nicht mit dem Magpulse zum Beispiel,
dann wäre ich demjenigen sehr dankbar. Was haben wir hier? Schwere Munition. Oh ja. Oh, Baby, shake your booty. Oh. Ja. Was macht denn diese Intelligenzchemikalie eigentlich? Das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Oh. Eine Nachricht von unserer Göttin. Jetzt bitte ein bisschen Ruhe. Diese schwitzende Menschen haben sich durch die Ritzen gezwängt und sind in meine Festung eingedrungen. Ich habe euch bessere Sinneswahrnehmung, Panzerung und ein verbessertes Bewusstsein gegeben. Aber ihr habt es immer noch nicht geschafft, diese schwachen Insekten zu zertrennen. Sie haben die 8. Ebene erreicht und kommen immer noch höher. Ich verstärke meinen Palast. Aber ihr müsst aus euren Fehlern lernen, meine Kinder. Na, 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 also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich ja fast sagen, da schleicht sich ein Hauch von Panik in Shodans Stimme. Shodan hat Angst. Shodan weiß, dass wir kommen. Okay, da oben haben wir alles. Da, die Mitte ist mir jetzt relativ scheißegal, echt. Da unten müssen wir nochmal hin, da. Und da müssen wir nochmal hin und dann haben wir hier auch alles. Ich hoffe nur, dass da oben nicht die Antenne ist. Weil ich weiß nicht, wie wir da rein sollen. Ich vermute mal, die Antenne wird hier sein. Die letzte. Na gut, geh mal gucken. Solle wir mal gucken, gehe. Ah, ich wollte hier gar nicht runterspringen. Na gut. Das Viehzeug, was sich hier so rumtreibt. Echt nicht ohne. Ich bin hier völlig falsch. Da muss ich rein. Da unten geradeaus weiter. Okay, hier geht's wieder zum Chor. Also zum Zentrum da, okay. Hier müssen wir uns noch umsehen. Landminen. Da liegen Landminen, Leute. Kann ich die einsammeln oder machen die Boom? Ich werde es versuchen. Die Minen machen Boom, Leute. Okay, wie kommen wir denn dann da am effektivsten durch? Kann ich die wegsprengen? Ja, das geht. Okay. Frage beantwortet. Weiter geht's. Gut, dann haben wir schon mal die letzte Antenne auch gefunden. Dann wissen wir schon mal, wo wir mit unserem Sprengstoff hin müssen. So, und Shodan hat keine Macht mehr über uns. Und dann weiß ich jetzt natürlich auch, wo sich mit ziemlicher Sicherheit die Cyborg-Konvertierung befindet. Nämlich natürlich genau im allerletzten kleinen Raum, den wir hier bei unserer Forschung der Ebene durchsuchen. Das ist schon ein bisschen bitter. Das ist echt bitter. Okay, jetzt übertreibe ich es aber doch mit dem Speichern. Es müsste so einen Schnellspeicherknopf geben. Da oben waren wir aber noch gar nicht.
Da müssen wir wahrscheinlich mal rüberfliegen, wa? Ich denke, anders kommen wir da nicht hin. Oh, doch, da kämen wir wohl doch irgendwie anders hin. Na toll. Dann hat es das ja total gebracht. Okay. Können wir jetzt über den Chor gehen, wa? Aber die Tür ist verschlossen. Seufz. Wir müssen also den langen Weg nehmen. Aber auch das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wisst ihr was? Genau. Gerade weil sich hier so viele Cyborgs rumtreiben, die mir tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen bereiten, gehe ich nochmal zum Fahrstuhl. Wir gehen noch einmal runter und tanken voll auf. Und dann stellen wir uns da unten dem letzten Areal. Den Weg kennt ihr ja inzwischen. Ich meine, klar könnte ich das rausschneiden, aber warum sollte ich? Warum sollt ihr es besser haben als ich? Ist ja jetzt auch nicht die Welt, ne? Es ist ja... Das liegt ja alles dicht beieinander hier. Da hat man sich schon was bei gedacht bei dem Design. Das ist natürlich eine Strategie. Habe ich gerade mich erschrocken. Das ist natürlich eine Strategie, die wir theoretisch auch auf Ebene 8 noch einsetzen können. Auf Ebene 9 nicht mehr. Das hat Gründe. Auf Ebene 9 können wir nicht zurück. Die müssen wir quasi in einem Rutsch schaffen. Aber wenn wir auf Ebene 8 sind, haben wir weiterhin, sollten wir zumindest weiterhin die Möglichkeit haben, auf vorherige Ebenen zurückzukehren, um unsere Vorräte wieder aufzufüllen. Eine Option, von der ich zweifellos auch Gebrauch machen werde. Obwohl der Weg dann natürlich wesentlich gefährlicher wird, weil er länger ist und hier ja jederzeit Gegner auftauchen können. Obwohl ich weiß gar nicht, ob wir von Ebene 8 noch zurück können dann. Wenn ich gerade überlege, wie wir auf Ebene 8 kommen. Wird auf jeden Fall noch äußerst interessant. Nicht so wie die aktuelle Folge. So, wie kommen wir denn jetzt da unten nochmal hin? Boah. Das erschlägt einen immer erstmal, wenn man diese Karte das erste Mal sieht. So, geradeaus durch die Tür. Einfach mal geradeaus durch. Rechts um die Ecke, dann wieder links. Auf jeden Fall hier durch. Erstmal. Augen auf, ich komme! Uiuiuiui! Das machst du nicht, mein Freund. Da versteckt sich noch einer. Ach ja, hier ist noch das Kraftfeld. Wie ging man das geknackt? Das hatte ich schon ganz vergessen. Dass das ja da auch noch ist. So, meine Freunde.
Ich komme, um euch zu holen. Dahinter. Ich hatte mein Schutzschild nicht aktiviert, oder? Seid ehrlich, ich habe mein Schutzschild nicht angehabt, oder? Warum mache ich das? Warum gehe ich da hin, ohne mein Schutzschild einzuschalten? Bin ich doof oder was? Oh, wir haben auch schon wieder eine EMP-Granate. Wo war man die her? So sah das doch schon wesentlich besser aus. Und da haben wir noch ein Zugangsfeld. Ja. Ach du Schande. Okay, der hat schon mal... Da ist schon wieder jede Menge Zeug los. Ich sehe mich hier erstmal um. Mal gucken, ob es hier noch mehr Unliebsame über... Lässt du mich da, du doofe Kiste, lässt du mich da mal durch? Ja, da steht doch noch einer. Warum haben die Ausdauer-Patches dabei? Warum können das nicht Medi-Patches sein? Ich brauche keine Ausdauer. Ausdauer ist doof. Nutze ich eh so gut wie gar nicht. Was ist das? Ach, eine Flechette. Oder Flechette? Oder wie spricht man das denn aus? Experten an die Front, bitte. Könnt von mir aus auch vorgehen. Ja, ich warte hier so lange. Technisch veraltetes Turbosystem haben wir hier noch.